Wie du Sport und das Training endlich wirklich zu einem festen Bestandteil in deinem Leben machst, ohne immer von Motivation abhängig zu sein oder deinen inneren Schweinehund diesen Kampf gewinnen zu lassen, erkläre ich dir in der heutigen Episode. Und wenn du meine Kompetenz bei dem Ganzen in Frage stellst, auf Instagram bekomme ich jedes Mal die Nachricht, beziehungsweise relativ oft die Nachricht, Alessio, wie schaffst du es, dass du so motiviert bist? Weil ich gefühlt jeden Tag trainieren bin. Und dieser Prozess, diese Denkweise, die gebe ich auch meinen Klienten mit. Und deswegen, mach dir vielleicht ein paar kleine Notizen, aber das Wichtigste von allem, sei aufmerksam in dieser Episode, weil glaub mir, wenn du das für dich verinnerlichst, wirst du dadurch dein Leben verändern, weil es dir einfach besser gehen wird. Und genau das ist der Punkt, auf den ich als erstes hinaus will. Du folgst mir vermutlich, weil du besser in Form kommen willst, weil du deinen Körper formen willst, weil du vielleicht ein Sixpack haben willst, du willst abnehmen, was auch immer. Und du gehst an diese ganze Sache mit der Einstellung ran. Du gehst an diese Sache mit der Einstellung, ich muss Sport machen, um meinen Körper zu formen. Ich muss Sport machen, damit mein Körper einen bestimmten Look hat. Das ist keine langfristige Motivation. Das ist kein langfristig geiles Ziel, was man verfolgt. Natürlich, irgendwann ist die Motivation weg und dann geht man nicht zum Sport, weil man denkt sich, ach komm, so schlecht ist mein Körper ja gar nicht. Ich höre jetzt wieder auf. Dann fällt ein Training aus, dann fällt das nächste Training aus, dann ist man wieder von einer Spur abgekommen und es fällt noch schwerer reinzukommen. Und ich will dir jetzt ein paar Sachen geben, die einfach deine Denkweise ändern. Für mich, ich mache Sport nicht mehr, um meinen Körper zu formen, um besser auszusehen oder noch mehr Muskulatur zu haben oder noch definierter zu werden. Ich mache Sport, weil ich das mit den Zielen, die ich in meinem Leben habe, verknüpft habe. Lass mich erklären. Mir geht es darum, was aufzubauen. Mir geht es darum, im Leben nach vorne zu kommen. Mir geht es jetzt aktuell vor allem auch darum, mein Business aufzubauen, mein Coaching aufzubauen. Was brauche ich dafür? Ich brauche Energie. Ich muss mich konzentrieren können. Ich muss einfach die beste Version von mir selber sein, damit ich für meine Klienten die bestmögliche Version sein kann und die bestmöglich nach vorne bringen kann. Okay, bei mir in dem Beispiel hängt das natürlich auch mit Sport und Fitness zusammen. Alleine deswegen kann ich schon keine Ausreden suchen. Aber auch bei dir wird es nicht anders sein. Egal, und das will ich dir sagen, egal, was du in deinem Leben für Ziele hast. Ob es ist, dass du sagst, du willst der beste Familienvater oder die beste Mutter auf diesem Planeten sein. Ob das ist, dass du beruflich irgendwelche Ziele hast, dass du dich in deinem Job irgendwo hocharbeiten willst, dass du Manager, Managerin wirst oder dass du dir vielleicht selber auch was aufbauen willst. Vielleicht nichts, was mit Fitness zu tun hat, aber irgendwas anderes. Auch dafür, für all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, was brauchst du? Du brauchst Disziplin, du brauchst Willenskraft, du brauchst Energie, du brauchst Fokus, du musst dich konzentrieren können, du musst einfach widerstandsfähig sein. Und jetzt rate mal, was durch das Training passiert. Gehen wir mal davon aus, du hast keine Motivation und gehst trotzdem trainieren. Was passiert? Du baust Disziplin auf. Und diese Disziplin, die du dadurch aufbaust, nimmst du mit in jeden anderen Lebensbereich. Weil du baust diese Disziplin ja nicht nur für den Sport auf, du baust diese Disziplin auch für jeden anderen Lebensbereich auf. Dadurch, dass du trainieren gehst, passiert Folgendes. Du hast mehr Energie. Du wirst dich besser konzentrieren können. Du wirst einfach kraftvoller sein. Du wirst morgens früh aufstehen und dich schon gut fühlen. Vor allem aber wirst du auch viel mehr Vertrauen in dich selbst bekommen, weil du die harten Sachen machst. Wir bekommen Selbstvertrauen nur, indem wir die Sachen machen, von denen wir wissen, dass wir sie machen müssen, auf die wir aber keinen Bock haben. So bekommen wir Selbstvertrauen. Wir bekommen kein Selbstvertrauen, indem wir irgendwo in der Ecke sitzen und uns sagen, ich bin selbstbewusst, ich habe Selbstvertrauen, ich bin geil, ich bin stark. Nein, kriegen wir nicht. Wir kriegen es nur, indem wir die Sachen machen, die hart sind, die gemacht werden müssen. Und Sport, und genau das ist der nächste Punkt, den ich dir sagen will. Und das ist vielleicht ein bisschen hart zu hören, aber ich habe mitbekommen bei meiner Oma, wie es ist, wenn du in deinen späten Jahren, wenn du älter bist, nicht mehr selbstständig sein kannst, wenn du ans Bett gefesselt bist, wenn du von anderen Menschen abhängig bist. Ich habe das mitbekommen. Ist nicht geil. Das ist nicht geil, von anderen Menschen abhängig zu sein, weil du einfach selber nicht mehr selbstständig bist. Mach dir darüber mal Gedanken, weil
Sport ist deine Lebensversicherung fürs Alter. Je stärker deine Muskeln sind, umso stärker sind deine Knochen. Je stärker deine Muskeln sind, umso gesünder ist dein Körper. Je stärker dein Herz-Kreislauf-System, Cardiotraining, je stärker dein Herz-Kreislauf-System ist, umso gesünder ist dein Körper. Und du wirst dir im Alter weniger Gedanken machen müssen darüber, dass du nicht mehr für dich selber sorgen kannst. Jedes Training, was du heute machst, ist eine Investition in die zukünftige Version von dir, die vielleicht Rentner, Rentnerin ist, was auch immer, die in einem hohen Alter ist. Und da ist meine Frage, wie siehst du diese Version von dir? Geh mal 20, 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft, je nachdem, wie alt du jetzt gerade bist, und frag dich mal, wie es wäre, ans Bett gefesselt zu sein. Die Sachen, die heutzutage für dich selbstverständlich sind, nicht mehr machen zu können. Durch deinen Alltag zu gehen mit Rückenschmerzen. Durch deinen Alltag zu gehen vielleicht mit so einem Gehstock, weil du nicht mehr normal laufen kannst. Wie wäre das, nicht mehr die Treppen hochzukommen? Ich wohne im 4. Stock. Als meine Oma damals zu mir gekommen ist, die hat gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, von unten bis nach oben. Hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber willst du das für dich? Ich für mich will das nicht. Und diesen Gedanken habe ich für mich jedes Mal, und ich bin dir hier komplett ehrlich, ich habe vielleicht in 10% der Fälle Bock auf mein Training, Motivation für mein Training. Gerade jetzt, wir kommen in die Winterzeit, ich gucke raus, es regnet in Strömen. Ich gehe immer abends trainieren. Vor ein paar Monaten war es abends noch hell. Jetzt ist es abends dunkel draußen. Es ist nass, es ist kalt, es ist ungemütlich. Auch für mich wäre es geiler, einfach auf der Couch oder im Bett zu chillen und einfach mein Leben zu genießen. Aber jedes Mal, wenn ich keinen Bock habe, denke ich mir erstens, okay, was sagst du dir selber damit? Willst du dir selber sagen, dass du ein Versager bist, dass du jemand bist, der nicht durchzieht, was du dir vornimmst? Erste Frage. Zweite Frage. Wie willst du sein, wenn du im Alter bist? Wie willst du sein? Willst du nicht mehr selbstständig sein können? Willst du, dass du von anderen Leuten abhängig bist? Alleine wenn ich mir die zwei Fragen beantwortet habe, gibt es für mich schon gar keine Ausreden mehr. Nächste Frage, die ich mir stelle. Wie musst du auftreten in deinem Leben, in deinem Alltag, damit du die Sachen erreichst, die deine Ziele sind oder vielleicht sogar noch weiter kommst? Wie eben schon gesagt, ich muss diszipliniert sein. Ich brauche Willenskraft, ich brauche Energie, ich muss mich konzentrieren können. Und spätestens dann weiß ich ganz genau, okay, ab ins Training, ob ich Bock habe oder nicht. Und meistens ist es so, du bist 10 Minuten im Training und nach den ersten 10 Minuten macht dir dein Training Spaß. Wenn du dich natürlich, und das ist eine innere Einstellungssache, wenn du dir natürlich von Anfang an sagst, ich habe keinen Bock, ich gehe nicht, und dann überwindest du dich ins Training und sagst immer noch, ich habe keinen Bock, ich will hier gar nicht sein, ja klar, dann hast du nach 10 Minuten immer noch keinen Bock. Aber wenn du einfach neugierig bist und dich selbst ein bisschen erforschen willst und an die ganze Sache mit ein bisschen Spaß und Neugier rangehst und dich auch ein bisschen dazu zwingst und dir sagst, ich werde die beste Version, die ich werden kann, weißt du, wie einfach es dir fallen wird? Bau mal dieses Momentum auf. Guck mal, nimm mal ein Flugzeug. Das Flugzeug rollt über die Rollbahn ganz langsam, wird schneller, wird schneller, wird schneller, wird schneller, hebt ab und braucht immer noch Kraft. Kraft, 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 bis es oben ist, bis es ganz oben ist, da wo es hin will. Und dann ist dieses Flugzeug in der Luft. Und selbst wenn jetzt hier oben die Motoren ausfallen, stürzt es ja nicht direkt so nach unten, sondern es bleibt erstmal in der Luft. Die Turbinen sind zwar ausgefallen, aber weil diese Geschwindigkeit da ist, weil der Schwung da ist, fliegt das Flugzeug weiter. Und genau so kannst du dir das vorstellen, wenn du einmal dieses Momentum aufgebaut hast und dann mal eine kurze Phase hast, wo es bei dir irgendwie nicht so läuft, dann bist du trotzdem noch drin. Du bist trotzdem noch in der Luft. Du darfst dann halt nur nicht zulassen, dass es zu lange so geht, dass du abstürzt. Weil dann musst du wieder von Anfang an die ganze Kraft aufbringen. Die ganze Kraft, um dahin zu kommen, dass du wieder dieses Momentum hast. Mach dir klar, die Anfangszeit ist immer die härteste, ist immer die schwierigste. Aber wenn du die einmal überwunden hast, dann wird es einfacher. Aber nicht, weil die Umstände einfacher werden, sondern weil du besser wirst. Du wirst besser, du wirst zu der Person, die du werden musst und dementsprechend fällt es dir einfacher. Und das ist die Denkweise, die du brauchst, um nie wieder von Motivation abhängig zu sein, um ins Training zu gehen, sondern du ganz genau weißt, das sind meine Ziele, so will ich mich sehen, so will ich mich nicht sehen, das darf nicht meine Zukunft werden und deswegen mache ich das, was ich mir vorgenommen habe.
Und am besten, wenn dir diese Episode einen kleinen Mehrwert geliefert hat, teil die Episode mit jemandem, mit dem du gemeinsam durchziehen willst, mit dem du gemeinsam zu der bestmöglichen Version werden willst, weil dann fällt es dir noch einfacher. Und wenn du hier ein bisschen was für dich rausgezogen hast, check unten den ersten Link aus, trag dich für meinen Newsletter ein, weil da teile ich so viel Wissen, so viel Mehrwert, so viele Tipps und Tricks, dass es schon fast unfair ist. Und selbst meine Klienten, die mir Geld bezahlen für mein Coaching, sind noch in diesem Newsletter und schreiben mir so oft, wie viel Mehrwert der denen liefert. Deswegen, trag dich ein, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen, du bekommst keine Spam-Nachrichten von mir. Und dann, wenn dir diese Episode geholfen hat, freue ich mich, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören.